Kramux. Ach, schlaf mal eine Runde. Oder auch nicht. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass Kramux in der zweiten Generation schon war. Tschüssi, Gelaber. Ja. Sehr effektiv und so bei Flug. Du, Flor. Ja. Versuch's mal mit Garados. Mit Drachenwut. Ja, passt. Passt, passt. So. Okay. Luke, wir haben hier alle Anhänger von Team Rocket besiegt, aber der Junge, der Blö, macht mir wirklich Sorgen. Ja, dann. Diese Maschine ist die Wurzel allen Übels. Willst du meine Pokémon nicht noch heilen? Finde ich jetzt ein bisschen doof. Obwohl, ich habe ja. Duflor kann ja Säure. Müsste ja eigentlich passen. Au! Das tut echt in den Ohren weh. Komm schon. Mein Steuerkreuz spackt wieder rum. Das ist unschön. Das war klar. Nächstes Pokémon. Garados. Auf keinen Fall Tauboga. Tauboga kann eh nichts. Autsch. So einer noch. Ah, ich habe schon wieder voll den Frosch im Hals. Oh, ja, so geht's natürlich auch. Tschüss, Elektroball. Okay, das Signal ist verschwunden. Der See ist wieder normal. Und er gibt mir VM6 namens Whirlpool. Okay. Gut, ich dachte, Whirlpool kriegen wir erst später. Wahrscheinlich war das Kaskade, die wir erst zum Schluss bekommen. Nee, ich will doch einfach nur da rein. Vielleicht sollten wir uns jetzt mal der Arena-Leiterin widmen. Oder wir können auch hier mal die Arena bezwingen. Pokémon. Gegen Eis hilft bekanntlich Feuer. Der Tausch da lang. So. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich hier wohin komme, aber naja. Wie sind denn hier so die Level? 28. Irgendwie hatte ich mir mehr erhofft. Pichu erreicht Level 29, auch schön. Ich muss echt mal gucken, wie ich dahin komme. Ein Flammenrad ist ja auf Dauer auch keine Lösung, weil nicht so viel AP. Oh Gott, das hat 25 AP, ja, ich habe nichts gesagt. Ja. Ja, ich hatte 5 im Kopf, weil es am Ende aussieht wie Feuersturm, aber naja. Hi. Er möchte kämpfen. Juhu, Mushas.
Oh Mann. Gibt's doch nicht. Ach nee, jetzt fängt das wieder an mit der Verwirrtheit. Oh, er setzt Glut ein. Das ist voll nett und so. Komm, Austausch kriege ich aber jetzt hier kaputt mit Flammenrad. Nicht mehr verwirrt. Sehr schön. Panzerschutz. Oh, ein Häubchen hat er auf dem Kopf. Oh, wie süß. Putzig. Noch ein Muschas. Naja. Obwohl, da hätten wir eigentlich unseren Pichu einsetzen können. Glut. Ja. Kämpfen wir noch gegen den. Dann haben wir sie, glaube ich, bald alle durch. Jurob. Jurob wollte ich früher mal haben. Aber habe ich irgendwie ganz selten nur gehabt dann. Und wenn ich es hatte, habe ich es nicht sonderlich viel eingesetzt. Auch nicht sehr effektiv. Dann müssen wir doch ein anderes Geschütz auffahren hier. Ja, sieht schon besser aus. Aber irgendwie, ich hätte gerne mal ein Pikachu. Ich weiß ja auch nicht. Na, das passt schon. So ein Donnerblitz wäre auch mal nicht schlecht. Lernst, glaube ich, mit 30. Wäre voll praktisch, wenn es das auch als Pichu lernen würde. Und? Yugong. Ich möchte bitte zu Duflo wechseln. Meinem Pichu geht's nicht mehr so sonderlich gut. Au. Aurora-Strahl, ja. Eine ziemlich fiese Eisattacke. Ja, ja, schlaf noch weiter, Yugong. Ja, Yugong. Richtig. Ich wechsle Jurob und Yugong gerne mal. Vom Namen her, das ist, ich weiß auch nicht. Ja, sehr effektiv. Das ist schön. Ah, schon wieder. Autsch, Schmerzen. Nein. Nee, 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 nicht tot. Ach Gott. Ach komm dann, Smetbo, los. Ran an den Speck. Das mit Pikachu bzw. Pichu regt mich gerade dezent auf. Ich glaube, der lernt nämlich einfach keine Attacken, weil er sich halt einfach nicht entwickelt. Wo muss ich denn hin? Ich glaube, hier bin ich richtig. Nee. Oder? Das sah schon mal nicht schlecht aus. Aber irgendwie hilft's mir nicht. Ich muss irgendwie... Ah! Hier hinkommen! Ah! Ja. Aber irgendwie so vom Level her, ist das nicht Orden Nummer 7? Der macht irgendwie so leveltechnisch nicht so einen krassen Eindruck auf mich. Das, ich weiß auch nicht. Los, Pichu. Nix damit kopflos hier. Ich glaub's hackt. Nein! Hör auf! Och, Mann. Hier, komm. Von wegen keine Wirkung. Ich weiß ganz genau, dass das klappen kann. Siehste? Geht eben doch. Absorber. So, nochmal Absorber. Oh, er schläft immer noch. Was ein Glück. Ah. So.
Nee, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Ernsthaft? Garados, komm, hier. Regel du das mal. Einfach mal Drachenmut draufhalten und so. Wird schon helfen. Garados hält nämlich ein bisschen was aus, immerhin. Das ist voll hässlich. Furienschlag, ach wie süß. Wie süß ist das denn? So. Ja, ich weiß, Igelava wäre an dieser Stelle effektiver, aber ich habe keine Lust, jetzt das Pokémon zu wechseln. So, jetzt haben wir den Eisorden bekommen. Und wir können Whirlpool einsetzen. Das ist schön. So. Haben wir nochmal schnell unsere Pokémon. Ja. Ich weiß nicht. Ort Nummer 6 macht mir ein bisschen Probleme. Kann ich jetzt hier endlich durch? Ja, wie, du verschwindest? Ja, dann verschwind doch auch. Sagt er verschwindet und dann verschwindet er nicht. Okay. Ah, dann probieren wir uns halt jetzt an der anderen Arena. Ich bin zwar schlecht und so, aber naja. Pokémon. Ich würde gerne als erstes Duflo einsetzen, dann Smetbe und dann Igelava. Weil sie ein Stalos als drittes Pokémon einsetzen wird. Und da ist Igelava auf jeden Fall die bessere Wahl, wie bei einem Magnetilo zum Beispiel. Ah, hallo Magnetilo. Oh, toll. Säure hat keine Wirkung auf... Oh. Dann schläfern wir es halt ein. Ernsthaft, ist Säure unwirksam? Ich meine, bei Schlafpuder sagt er mir auch manchmal, es hat keine Wirkung und im nächsten Moment geht es dann doch. Das ist halt immer so ein bisschen irreführend. Hier, da muss ich mit Drachenwut ran. Da hilft alles nichts. Was ist eigentlich mit Fuchtler? Geht Fuchtler vielleicht da ganz gut? Nicht sehr effektiv, aber trotzdem effektiv genug. Noch ein Magnetilo? Nee, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Verwirrt. Ich glaube, bei dir knallt's. Donnerblitz, nicht gut. Armes Garados. Smetbo. Dein Part. No. Hätte es sein können. Ne? Schlafpuder? Bitte? Danke? Absorber. Eine andere Möglichkeit habe ich gerade nicht. Oder ich müsste das Pokémon wechseln. Das will ich gerade nicht. Oh Gott, es ist aufgewacht. Nee, nicht, nein, nein. Oh Gott. Nein, 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 Boah. Ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Duflo darf jetzt bis zum bitteren Ende kämpfen. Komm, töte mich, danke. So. Flammenrad und go. Autsch. Danke. Nochmal Flammenrad. Yay. Damit gehört der siebte, also im Prinzip der siebte Orden. Eigentlich der sechste, aber naja. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Orden. Das ist die Hauptsache. Oh Gott, Professor Lind, was will er denn? Merkwürdig. Mhm. Radiosendung. Oh Gott, Team Rocket im Radio. Oh nee.
kümmern wir uns drum. Hey, der schickt uns echt von A nach B und... Oh. Und hier ist immer noch keine Karte. Ein Pokémon sind ohne Karte, ich weiß nicht. Was soll das? Ein Pokémon-Center ist der erste Ort, wo man reingeht, wenn man in eine neue Stadt kommt. Und dann wäre eine Karte voll hilfreich. Ja. So, dann gucken wir uns mal das Ganze an hier. Radikal, mhm. Los, Duflor, Säure. Autsch. Ob meine Initiative nicht schon weit unten genug wäre. Ja, wundervoll. Ist ja nicht so, als ob ich höher im Level wäre als die, aber naja. Au. Radikal. Noch eins. Schlafpuder. Oder auch nicht. Gibt's doch nicht. Die sind doch voll scheiße. Oh Mann. Meine Pokémon benehmen sich noch fast schlechter, als hätte ich sie nur mit Sonderbonbons hochgepusht. Gibt's doch nicht. So. Die Ärmsten sind gefangen. Arbok, mhm, toll. Machen wir mal Flammenrad. Haben wir ja genug von. Okay. Hm. Es gingen mindestens drei auf dem, auf dem Raum, ja. Auf dem Stockwerk muss man kämpfen. Wahlweise darf man auch gerne gegen vier kämpfen, das werde ich aber nicht in Erwägung ziehen. Ich hätte langsam gerne mal ein Pikachu mit Donnerblitz. Wirklich. Ich weiß nicht, warum sich mein Pichu nicht entwickelt. Also, keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass man einen Donnerstein braucht, um Pichu zu Pikachu zu entwickeln und dann nochmal einen Donnerstein, um Pikachu zu Raichu zu entwickeln. Also ein Donnerstein in der Entwicklung reicht doch wohl, oder? Sollte man zumindest annehmen. So, noch ein bisschen Glut hinterher. Noch ein Slimer. Ach, okay. Ja, ist ja gut. Noch ein Flammenrad. Härtner. Ein Slimer kann Härtner? Ernsthaft?